Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Schön, dass Sie so zahlreich mit dabei sind und sich auch noch zahlreich einwählen. Wir haben heute ein neues, frisches Thema für Sie mitgebracht. Es ist wieder ein Integrationsthema. Die gehen zum Glück nie aus. Und deswegen freue ich mich, das Thema heute gemeinsam vorzustellen. Ich bin tatsächlich eher im Hintergrund heute mit dabei. Ich bin Ihre Moderatorin und freue mich, das Thema CompuCM und DocuWare präsentieren zu dürfen auf der moderierenden Ebene und deswegen auf der nächsten Folie. Das soll es schon zu mir gewesen sein. Von der DocuWare-Seite aus freue ich mich, den eigentlichen Referenten heute vorstellen zu dürfen und übergebe das Wort an Herrn Krause, dann kann er das selber machen. So. Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Fabian Krause. Ich bin seit knapp 7 Jahren bei Combit in Konstanz. Ich war nach meinem Studium der Informationstechnik IT-Leiter in einem mittelständischen Unternehmen und habe damals ja dort selbst nach einer guten, ja und vor allen Dingen hoch individualisierbaren CRM-Software gesucht, habe da den ganzen Markt durchkämmt und bin dann eben auf Combit gestoßen und habe mich dann ein wenig in diese Software, ja, man kann schon sagen, verliebt und mich bei Combit beworben und bin auch bis heute jeden Tag glücklich, das machen zu dürfen, was ich aktuell mache. Ich komme eher aus der technischen Ecke, also bin bei uns im Bereich Projekt und Training zu Hause und wir von Combit betreuen im Bereich ja so roundabout 1700 Kunden aktuell, verschiedene Unternehmen und ja, mein Alltag oder der Alltag in unserem Team, der besteht darin, dass wir ja unsere Kundinnen und Kunden bei ihren Projekten eng begleiten, beraten, Anpassungen machen und ja sogar auch Programmierungen vornehmen, Tipps geben und natürlich auch schulen. Ich hoffe also, dass ich heute jetzt der Richtige bin, um Ihnen jetzt nicht nur zu zeigen, was der CRM von Combit so besonders macht, sondern auch, wie stark dieses Duo DocuWare und Combit ist. Und ich habe gehört, dass es am Ende auch Zeit für Ihre Fragen gibt. Und da bin ich natürlich auch schon sehr gespannt. Super, danke für die Vorstellung. Die Folie ist noch nicht ganz fertig. Ich möchte die Punkte, die auf der Folie stehen, noch kurz aufgreifen. Die Webinarthemen oder die Webinarreihe geht weiter. Nächsten Monat schon ein kleiner Ausblick für Sie, falls Sie Interesse haben. Das Thema Get My Invoices und DocuWare, also erneut ein Integrationsthema, wo es eben einfach darum geht, uns in einer Stunde wieder anzuschauen, wie Sie Ihre Rechnung aus den unterschiedlichsten Portalen abgreifen können, bündeln und dann eben auch wieder die Archivierung in DocuWare gemeinsam dann durchführen können. Also bei Interesse gerne anmelden. Falls Sie keine Zeit haben, ist das auch nicht weiter schlimm. Wir haben alle Webinare, die wir anbieten, auch dann auf unserem DocuWare Deutschland Channel dann veröffentlicht. Etwas dann mit Zeitverzug, aber dort landen alle. Also kein Problem, so oder so. Sie finden die Informationen dann auf dem Weg auch. Auf der rechten Seite das Bedienpanel von GoToWebinar. Viele werden es schon kennen. Dann ist das hier an der Stelle eine Wiederholung, aber damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Sie haben zwei Funktionen, die wichtig jetzt für die Stunde gemeinsames Webinar sind. Das ist zum einen das Chatfenster. Nutzen Sie die Gelegenheit. Herr Krause hat es schon gesagt, es gibt eine Fragerunde am Schluss. Sie können Ihre Frage gerne auch schon während der Präsentation platzieren. Wir haben da immer ein Auge drauf für Sie. Das Handzeichen ist die zweite Funktion. Die greife ich immer gerne an der Stelle auf, um einen kurzen Soundcheck zu machen. Also würde ich Sie bitten, einmal kurz die Hand zu heben. Das poppt dann bei mir auf und über diesen Weg weiß ich dann entsprechend, dass die Soundqualität aktuell sehr gut ist. Gut, die ersten Hände gehen hoch. Vielen Dank für das Feedback. Dann würde ich sagen, wir werfen gemeinsam einen Blick auf die Agenda. Das war dann die Organisation oder das Organisatorische. Die Agenda sieht so aus. Wie gesagt, wir haben eine Stunde Zeit. Wir beginnen oder Herr Krause beginnt natürlich damit, das CompuCM vorzustellen. Was steckt dahinter? Und dann gemeinsam auch in eine Live-Demo reinzugehen und sich das Ganze eben auch mal auf der praktischen Ebene anzuschauen. Die kundenzentrierte Sicht. Wir nehmen da auch ein bisschen Bezug zu auf, ist auch im Titel mit eingeflossen. Was verstehen wir genau hinter der kundenzentrierten Sicht auf Ihre Dokumente? Der Gewinn im Alltag, wir zeigen die Vorteile, zeigen, dass es hier wirklich ein perfektes Zusammenspiel ist, egal aus welcher Richtung Sie kommen, von der DocuWare-Seite oder von der Combit-Seite her. Und dann die Zeit für Ihre Fragen. Und ich freue mich an der Stelle sehr auf den Vortrag, wünsche Ihnen viel Spaß dabei und klinke mich aus und übergebe das Wort an Herrn Krause. Ja, vielen lieben Dank. Genau.
CRM, Commit CRM, All-in-One CRM-Software. Zunächst kann man vorwegschicken, dass der CRM von Commit in der Praxis bei Unternehmen jeder Unternehmensgröße und auch branchenübergreifend zum Einsatz kommt. Warum ist das so? Weil der CRM von uns mehr als ein klassisches CRM-System ist. Das ist er schon auch. Aber er bringt eben auch schlüsselfertige Lösungen mit denen man sofort starten kann. Und er ist eben darüber hinaus ein Baukasten, der das Ziel hat, die Software exakt so zu gestalten, wie sich das unsere Kundinnen und Kunden das wünschen. Und es geht also schon wirklich mehr als um das, was man so klassischerweise unter Anpassung versteht. Wie sieht diese Anpassbarkeit im Alltag aus? Also ich zeige das auch, wie Frau Störk schon gesagt hat, gleich nochmal in Ruhe, live in der Software. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von PowerPoint-Folien. Trotzdem an dieser Stelle schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Wie startet man mit unserer Software? In der Regel wählt man aus einer von drei verschiedenen schlüsselfertigen Lösungen aus. Eben die, die am besten zu Ihnen passt. Und alles das, was die schlüsselfertige Software zu viel kann, das schmeißen Sie oder schmeißen wir gemeinsam fix aus der Software raus, weil es Sie und Ihre Anwenderinnen und Anwender im Alltag einfach massiv stören würde. Und dann gibt es vielleicht Dinge, die vielleicht noch fehlen, ein Delta. Und das Delta ergänzen wir über die starken Werkzeuge, die der CRM mitliefert. Und warum ist diese individuelle Anpassbarkeit für uns im Alltag so sehr wichtig? Das liegt eigentlich auf der Hand. Wenn man eine Software hat, die wirklich exakt das tut, was sie soll, nicht mehr und nicht weniger, dann kann ich auch aus eigener Erfahrung damals als Kunde sagen, dann macht diese Software plötzlich Spaß. Und wir merken das auch bei uns im Team immer wieder, wie wichtig das ist. Denn eine Software, die wirklich exakt macht oder exakt tut, was sie soll, braucht am Ende zum Beispiel wenig bis keinen Schulungsaufwand. Und natürlich ist eine Software oder sind wir auch immer dann stark, wenn es für einen bestimmten Prozess oder eine bestimmte Vorgehensweise, die man will, vielleicht auch eine bestimmte Sparte, in der Sie tätig sind, einfach keine gute Software von der Stange gibt. Also immer dann, wenn man vielleicht etwas ein bisschen anders, vielleicht auch besser als ein Mitbewerber machen möchte, ist unsere Software auf jeden Fall ein sehr guter, idealer Begleiter. Wichtig vielleicht auch, wir lieben Transparenz. Also wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden oder Sie als Dienstleister vielleicht selbst das System im Griff haben und nicht irgendwie abhängig sind von externen teuren Dienstleistungen und diese einkaufen müssen. Das heißt, alles, was mein Team und ich so machen können in der Software, können unsere Kundinnen und Kunden und Sie auch selbst tun. Und wir wollen da eben nichts wegsperren oder irgendwelche Abhängigkeiten schaffen. Und diese Offenheit ist übrigens auch gleich wichtig im Hinblick auf die Anbindung an Docuware. Da ist das sensationell wichtig. Vielleicht auch noch wichtig, wir lieben Nachhaltigkeit. Also seit der ersten Version des CRM ist es unseren Entwicklerinnen und Entwicklern gelungen, sämtliche Individualisierungen updatefähig zu halten. Also ein Update war bis heute nie mit hohen Kosten und Aufwänden verbunden, weil man irgendwie Dinge neu machen musste. Und wir sind übrigens heute schon bei Version 11. Es gibt auch keine Wartungskosten auf Anpassungen. Ziel ist immer, dass man ein modernes System hat, das mit der aktuellen Windows-Version funktioniert und mit dem aktuellen Office. Und trotzdem muss ich nicht permanent meine Anpassungen nachziehen oder nachziehen lassen. Ein wichtiger Punkt ist das auch zum Beispiel im Hinblick darauf, dass ja nächste Woche Windows 11 erscheinen wird. Als Fazit kann man also wirklich das mitnehmen, was jetzt hier auch auf dieser Folie steht. Unser CRM vereint tatsächlich die Vorteile einer Standardsoftware mit den Vorteilen einer Individualprogrammierung. Und zeitgleich nimmt es jeweils die Nachteile weg. Ganz, ganz oft eben bei Softwareanforderungen so ist das so die ideale Mischung. Und das ist auch der Grund, warum unsere Plattform wirklich viele Fans hat. Genau, jetzt kommen wir zu dem, was mein Technikerherz ein bisschen höher schlagen lässt. Wir gehen in medias res, wir gehen direkt in die Software. Und nun sehen Sie, wie unsere Software aussehen könnte, wenn Sie sich bei sich öffnen würden. Ich habe gesagt könnte, also der Konjunktiv ist mir hier ganz wichtig, weil alles das, was Sie jetzt hier sehen, ich hoffe, Sie sehen auch meine Maus, ist nur ein Vorschlag, aber eben ein Vorschlag, mit dem man sofort starten kann. Also es ist zugleich auch ein schlüsselfertiges, starkes CRM-System. Ich habe mich jetzt mal hier bei der Präsentation in der Vorbereitung auf die mittlere Ausbaustufe entschieden. Wir nennen diese mittlere Ausbaustufe Large. Es gibt eigentlich drei Ausbaustufen so im Wesentlichen. Einmal die Small, die Large und die X-Large. Und auf der linken Seite hier sehen Sie das, was wir Ansichten nennen.
Die Menschen unter Ihnen, die Excel kennen, die werden sich hier relativ schnell zurechtfinden, denn unsere Ansichten sind wie kleine Excel-Tabellen, ja, mit ähnlichen Möglichkeiten wie in Excel auch. Ich schalte jetzt mal um hier in die Übersichtsliste und Sie sehen, also ich kann da direkt hier reinklicken, ich kann die Spalten verschieben, ich kann direkt was ändern, Spalten ausblenden, filtern und so weiter, ist relativ gleich. Und es gibt eben viele verschiedene Ansichten. Es gibt eine Ansicht für Firmen, es gibt Ansicht für Kontakte, das sind letztendlich Menschen. Es gibt mit dem Events ein Veranstaltungsmanagement, ein starkes, ein Projektmanagement, Verkaufschancen zum Managen ihrer Vertriebstätigkeiten, eine Belegverwaltung, Ticketsystem. Also der ist schon in dieser mittleren Ausbaustufe, ist schon, Sie sehen es, echt einiges mit an Bord. Aber, und das ist eben uns ganz wichtig, es ist hier auch Platz für Ihre eigenen Bereiche und Ihre eigenen Ideen. Das kann ja vieles Verschiedenes sein, zum Beispiel Fahrzeuge oder Maschinen. Vielleicht irgendwelche Dinge, die bei Ihnen gerade im Unternehmen in irgendwelchen Excel-Tabellen rumschwirren und rumliegen. Das ist hier der ideale Ort dafür. Ne? Sie können das hier selber alles ergänzen. Und der kleine entscheidende Unterschied vielleicht zu Excel jetzt ist, ich kann auf einen beliebigen Datensatz hier klicken, auf eine Zeile. Und schon bin ich im jeweiligen Datensatz. Das heißt, alle Felder, die Sie gerade in dieser Liste hier gesehen haben, die liegen jetzt hier schön in der Eingabemaske an dem Ort ganz individuell, wo ich ihn haben will. Und jetzt kommt eigentlich was sehr, sehr Schönes, was man eben machen kann. Ich kann jetzt, und das kann man kann natürlich nur derjenige, der die Rechte dafür hat, also Key-Anwenderinnen und Key-Anwender ist das natürlich, sind da natürlich berechtigt für. Man kann jetzt in so eine Art PowerPoint-Modus wechseln. Das heißt, ich kann jetzt hier wie in PowerPoint quasi meine Eingabemaske malen und gestalten. Übrigens im laufenden Betrieb geht das sogar. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier ein Feld habe, zum Beispiel die Aussprache und sage, naja, das brauche ich eigentlich nicht, dann kann ich das einfach markieren und kann dieses Feld weglöschen. Und wenn ich jetzt ein eigenes Feld, jetzt habe ich irgendein eigenes Feld, will ich dahin haben, hochindividuelles, die können beliebig eigene Felder hier reinnehmen und die auch eigen benennen und die sind auch gleichberechtigt zu unseren Feldern, dann ziehen Sie dieses eigene Feld einfach per Drag and Drop in die Maske und positionieren das da, wo Sie es haben. Ich ziehe es mal hier hin. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Reiter. Sie brauchen einen ganzen Reiter nicht, einfach weg damit. Sie wollen das umbenennen und umsortieren. Alles einmal, alles möglich, wie quasi in einer PowerPoint-Software. Dann speichere ich das mal. Und Sie sehen, ich kann mein eigenes Feld sofort hier verwenden. Ich kann sofort hier reinschreiben in das Feld. Und jetzt vielleicht noch was für die Profis unter Ihnen, die wirklich eine ganz tiefe Gestaltbarkeit wollen. Diese Gestaltbarkeit geht nämlich so weit, dass man sogar hier auf Buttons klicken kann. Und ich sehe sogar hier beim Button, was dahinter liegt. Was liegt denn da für ein Code hinter? Der ist die Angabe, wo die Datei mit dem Code liegt. Der Code ist offen, ist von uns engmaschig in deutscher Sprache kommentiert. Das heißt, man kann und soll auch in diesen Code gerne reingreifen, kann Sachen verändern, kann vielleicht eine ganz neue eigene Schaltfläche, die was Eigenes macht, reinsetzen oder kann den bestehenden Prozess nach Belieben abändern. Also Sie sehen, diese Eingriffsmöglichkeiten und die Freiheiten, die Sie da haben in der Software, sind wirklich gigantisch. Genau, aber es ist eben, das muss man eben nicht, sondern es ist ja der Standard, der liefert ja schon selbst in der mittleren Ausbaustufe unheimlich viel. Und da unterstützen wir natürlich, klar, viele nette Sachen, die so eine CRM-Software im Alltag so bietet. Das geht zum Beispiel los damit, dass man hier einfach direkt aus der Software rausrufen kann. Wenn ich hier drauf drücke, dann wählt das Telefon natürlich den Herrn Rhein hier an. Andersrum natürlich genauso, ich habe eine Anruferkennung. Wenn Herr Rhein jetzt mich anrufen würde, der Kontakt hier, dann würde natürlich sofort der entsprechende Datensatz aufploppen und ich würde sofort wissen, wer ist denn das, was ist denn da zuletzt passiert und so weiter. Natürlich sind auch so wichtige Themen drin wie die DSGVO. Also ich kann hier sehr einfach und niederschwellig erfassen, ja, warum ändere ich denn jetzt hier Daten? Also kann man die Vorgaben erfüllen? Woher kommen denn die Daten? Kann das sehr einfach und unkompliziert hier reintragen, damit ich die gesetzlichen Anforderungen erfülle? Ich habe hier fertig auch übrigens an der Stelle, vielleicht haben Sie schon gesehen, einen fertigen Adressblock, der wird automatisch gebildet. Also die Zeiten, vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch, wo man da irgendwie mühsam Postleitzahl und Straße und Postfach und Titel irgendwie zusammenbasteln musste, die sind vorbei. Das Feld ist fix und fertig da. Und ja, und auch die Anrede zum Beispiel, die ist hier fix und fertig vorhanden. Ich kann die auch gestalten. Ich kann zum Beispiel schreiben, ich sagte, ja, den kenne ich persönlich besser, den schreibe ich jetzt mal so an. Kann ich das natürlich auch alles machen. Und vielleicht auch wichtig, ich kann kategorisieren. Das macht man natürlich auch bei so einem System gerne. Das heißt, ich gebe dem Kontakt Merkmale mit, weil ich da später nach filtern will. Ich will dann
ich will ja meine Kontakte ein bisschen kategorisieren. Da gibt es so einfache Möglichkeiten, wir nennen also ein Häkchenfeld oder wir nennen das Checkbox, da kann man natürlich auch hier gilt, ne? Das ist ein Vorschlag, Sie können beliebige eigene Felder hier reinnehmen oder es gibt hier so Kategoriebäume, auch da ist natürlich völlig die Gestaltbarkeit im Vordergrund, auch hier können Sie das gestalten, wie Sie das möchten. Und wenn man dann kategorisiert hat, will man natürlich filtern. Ich will natürlich jetzt die wissen, wer hat denn, wer zum Beispiel, wer kriegt denn jetzt einen Newsletter? Und da kann ich hier in der Navigation zum Beispiel auf einen fertigen Filter einfach draufklicken. Den kann ich natürlich völlig frei gestalten. Es gibt den Filterassistent, da können Sie ja beliebige Filterbäume aufbauen. Und wenn ich hier draufklicke, dann werden mir die vier, ich habe jetzt Nummer vier genommen, das können natürlich auch 4000 sein, werden natürlich die vier angezeigt, die hier die Newsletter-Anmeldung haben. Und ich kann sofort weiterarbeiten mit den vier Menschen hier. Ich kann sofort sagen, okay, an die schicken wir jetzt eine Serienmail oder wir machen einen Serienbrief oder wir die exportieren die Daten nach Excel oder in was auch immer. Also die Möglichkeiten, die die Software schon mitbringt, also der Standard, der liefert schon enorm viel, aber es ist eben nur ein Vorschlag und Sie haben wirklich viele, viele Freiheiten. Genau, und jetzt kommen wir schon zu einem Punkt, der eben jetzt auch gleich im Hinblick auf DokuWare wichtig ist und entscheidend ist. Das sind hier die Aktivitäten. Was sind bei uns Aktivitäten? Einige von Ihnen werden das jetzt vielleicht schon kennen oder wissen, was das so ist. Das gibt es ja auch nicht nur bei uns im System, Aktivitäten. Das ist das, was im Alltag rund um diesen Menschen hier so passiert. Also man kann sich das vielleicht so ähnlich vorstellen, ja, wie beim Arzt oder wenn man in die Arztpraxis geht. Wenn man da hinkommt, dann wissen die auch, wann waren sie das letzte Mal da, was hatten sie und so weiter. Und so ähnlich ist das eigentlich auch bei den Aktivitäten. Also man weiß sofort, zum Beispiel auch bei uns im Haus, wann hat wer zuletzt aus welchem Grund angerufen oder mit einem und mit wem gesprochen und so weiter. Man ist sehr schnell im Bild, was Sache ist. Ja, und eine Aktivität kann ja Verschiedenes sein, ne? Das kann ein Telefonat sein, das kann ein persönliches Gespräch sein. Heute ist es vielleicht eher ein Zoom-Meeting. Und dann kann das natürlich auch Sachen sein, wo jetzt wieder DokuWare interessanter wird. Eben, es kann ein Dokument sein, also eine E-Mail oder eine PDF-Datei, die man gescannt hat oder auch ein Word-Brief. Und all das, all diese Aktivitäten gehören dahin, in denen, ich würde es jetzt mal nennen hier, das ist dieser DokuWare-Archiv-Container oder Aktivitätsablage-Container, ne, wo ich diese Dokumente eben reinziehen kann. All das gehört da rein. Und da sind wir dann eben schon beim nächsten Punkt auf unserer Agenda, nämlich der kundenzentrierten Sicht auf Ihre Dokumente. Das ist eigentlich gerade das, was ich gerade gezeigt habe. Und da, dass hier da DokuWare ins Spiel kommt, dafür gibt es natürlich eine ganze Reihe an guten und wichtigen Gründen. Der erste, der eigentlich jetzt so in unserem Alltag oder in meinem Alltag der wichtigste ist, das ist die Revisionssicherheit. Also allein das, allein für sich genommen, ist schon für viele ein guter Grund, sich für eine DMS-Anbindung an DokuWare zu entscheiden. Aber es gibt auch andere Gründe, zum Beispiel die Versionierung. Ne? Klar, Änderungen sollen nachvollziehbar bleiben. Und natürlich kann ich auch in DokuWare super Dokumente schützen, also kann die Zugriffe regeln, den Zugriff auf sensible Dokumente einschränken und nur autorisierten Personen den Zugriff ermöglichen. Und natürlich, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, sollen vielleicht Menschen Zugriff auf Dokumente haben, die im Alltag gar kein CRM-System brauchen. Und die haben dann trotzdem, auch ohne CRM-System, über DokuWare Zugriff auf die Dokumente. Aber trotzdem müssen die Menschen, die auf die kundenzentrierte Sicht nicht verzichten möchten, können die ein CRM-System nutzen und haben auch dort die DokuWare-Dokumente verfügbar. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele mehr Gründe, zum Beispiel Workflows in DokuWare. Also wirklich vieles, was da DokuWare leistet. Und deshalb ist DokuWare für uns ein starker und wichtiger Partner bei den Schnittstellen. Sie sehen es hier bei der Schnittstellenübersicht oder bei einer kleinen, das muss man sagen, ist eine Auswahl unserer Schnittstellen, eine kleine Auswahl. Aber eben DokuWare ist ein gewichtiger Punkt neben vielen anderen Schnittstellen in andere Welten, die wir haben. Genau, dann kommen wir zu den ersten Rahmendaten zu der Schnittstelle. Also Sie sehen schon hier, das ist die Schnittstelle an den Versionen, dass es die nicht seit gestern erst gibt. Also die Schnittstelle ist schon recht ausgereift. Sie gibt es auch für eine ganze Reihe an DokuWare-Versionen. Die Version selbst sehen Sie hier. Natürlich sind wir da auch immer am Ball. Also wenn es demnächst zum Beispiel eine Version 7.5 gibt, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus der Entwicklung da zügig nachziehen werden.
Aber besonders wichtig ist mir hier schon der Begriff der nahtlosen Integration, weil für uns und für mich ist eine Schnittstelle nur dann richtig gut, wenn ja, sie im Alltag von Anwenderinnen und Anwendern gar nicht erst bemerkt wird. Und das war auch das Ziel bei der Entwicklung unserer Schnittstelle. Sie haben ja auch gesehen, dass dieser Ablagecontainer, dieser Dokuware-Container sehr zentral in den Kontakten bei uns war. Also wir haben die Dokuware-Schnittstelle generisch entwickelt. Das heißt jetzt ganz konkret, Sie können diesen Container, die Sie da gesehen haben, mit den Dokumenten im CRM bzw. in Dokuware an der Stelle in unserer Software einsetzen, an der Sie das möchten. Also das muss jetzt nicht in den Kontakten sein, so wie ich es jetzt gerade Ihnen gezeigt habe, sondern Sie können diesen Container auch platzieren in Ihrer eigenen Ansicht, die Sie selbst gestaltet haben. Und das alles mit einfacher Konfiguration, ohne dass Sie hier irgendetwas programmieren müssen. Und natürlich werden bei der Ablage automatisiert alle relevanten Felder in der Ablagemaske von Dokuware basierend auf Ihren Vorgaben vorbelegt. Das kann man also hoch individuell, das geht mit so einer Formel, kann man das einstellen. Und man kann auch je nach Dokumententyp mit die verschiedenen Dokuware-Ablagearchive verschieden vorbelegen, also pro Archiv eine eigene Vorbelegung konfigurieren. Genau, insgesamt Fazit, eine Schnittstelle, die man im Alltag nicht spürt, das stimmt, das kann ich so unterschreiben. Genau, wie legt man jetzt ab? Wie funktioniert das Ganze im Alltag? Die einfachste Möglichkeit, ich zeige es auch gleich nochmal live, ist per Drag and Drop. Ich kann Dokumente einfach vom Desktop oder vom Explorer einfach reinziehen in den CRM. Ich kann sogar eine Mail aus dem Outlook einfach im Ablagecontainer fallen lassen. Das geht sogar so weit, dass wir sogar eine Anlage im Outlook, in einer Mail im Outlook, dass Sie das einfach direkt in unseren Container reinziehen können und ist damit im CRM und eben über die Schnittstelle auch in Dokuware. Wem das alles zu aufwendig ist mit Drag and Drop im Outlook, weil man vielleicht den Absender da erst suchen muss im CRM, es gibt natürlich auch ein Outlook-Get-In von uns. Das heißt, das Outlook-Get-In entlastet Sie insofern, dass es den Kontakt, den Absender zum Beispiel, gleich raussucht und automatisch dort die E-Mail beim Absender ablegt, ohne dass Sie das jetzt irgendwie suchen müssen, also vollautomatisch. Und natürlich auch wieder ganz wichtig an der Stelle, Sie merken das schon, uns sind Ihre eigenen Ideen wichtig, also Sie können auch den Ablageprozess so gestalten, wie Sie das möchten. Oft ist es so, dass eben zum Beispiel unsere Kundinnen und Kunden noch einen höheren Grad an Automatisierung wünschen und sich dann ihren eigenen automatisierten Ablageprozess gestalten. Genau. Und natürlich können Sie die Dokumente auch sehr, 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 sehr einfach aufrufen. Das geht, ich werde es auch gleich nochmal zeigen, mit einem Klick. Also einfacher geht es nicht. Ja, dann zeige ich Ihnen das gerne jetzt auch wieder live bei uns in der Software. Genau, ich habe das Demosystem, was Sie hier sehen, natürlich kurz vorher eingerichtet. Ne? Oft werde ich gefragt, was bedeutet denn jetzt einrichten? Wie viel Aufwand ist denn das jetzt? Also einrichten heißt hauptsächlich den Dokuware-Serverpfad einrichten, die Benutzerdaten muss man eintragen und natürlich dem CRM einmal mitteilen, dass jetzt die Dokumente nicht im CRM abgelegt werden, sondern in Dokuware. Und das macht man natürlich einmal zentral. Das machen Sie oder Ihr IT-Team oder wer auch immer, macht das einmal zentral. Das wird verteilt, außer die Benutzerdaten. Die muss natürlich, weil die natürlich vertraulich sind, muss die jeder selbst im CRM hinterlegen. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Zur Ablage selbst. Ich habe jetzt mal hier in meinem Browser Dokuware aufgemacht. Sie sehen das hier, die Dokumente, die schon drin sind. Ja, ich habe hier den CRM und ich habe mal hier zum Beispiel auf meinem Desktop zwei Dateien abgelegt. Und jetzt zeige ich Ihnen das, was ich schon vorher angekündigt habe. Sie können einfach per Drag and Drop hier das Dokument fallen lassen. Wenn Sie das machen, dann öffnet der CRM hier die Aktivitätsmaske. Ich kann das ergänzen hier, die Mitarbeiterübersicht zum Beispiel. Das wird jetzt hier schon vorgeschlagen, der Titel des Dokumentes. Ich kann sagen, zum Start unseres Projektes, ergänze ich jetzt mal, kann hier einfache Vorbelegungen machen. Auch das hier übrigens alles ein Vorschlag. Speicher. Ja, und wenn ich hier speichere, dann wird schon im Hintergrund das Dokument an Dokuware übergeben. Es ist hier abgelegt im CRM. Und jetzt prüfen wir mal die Sache. Gehen hier in Dokuware, aktualisieren. Und wir sehen, die Mitarbeiterübersicht ist auch hier in Dokuware reingelandet. Ich kann sie mir hier ansehen. Ne? Und ja, das Setzen der Indexeinträge geht auch vollautomatisch an dieser Stelle übrigens. Also ich kann, wie gesagt, per Formel pro Dokumenttyp einstellen,
was wann intelligent vorbelegt werden soll. Und das heißt natürlich auch, dass ich Klasse suchen kann. Ja, also ich kann jetzt natürlich, diese Vorbelegung ermöglicht mir jetzt auch natürlich nach Kontakten zu suchen, zum Beispiel in Docuware, die eigentlich auch im CRM sind, zum Beispiel jetzt hier den Thomas Rhein. Ich gehe auf die Suche und zack, wird natürlich auch unsere Mitarbeiterübersicht, die wir gerade abgelegt haben, aus dem CRM heraus hier gefunden. Und natürlich geht auch die Volltextsuche an der Stelle genauso. Das heißt, ich kann zum Beispiel, suchen wir jetzt mal hier den Präsident. Genau, und Sie sehen hier, auch da funktioniert die Suche. Klar, ich kann die Mails auch ablegen hier im CRM. Ich habe da mal eine Mail hier reingepackt auf meinem Desktop. Das geht natürlich genauso in Outlook. Ne? Wenn die Mail in Outlook ist, genauso einfach reinziehen. Auch hier wird der Mail-Betreff vollautomatisch vorbelegt. Kann ich ergänzen, schreibe das vielleicht mal so und speichere es. Und auch hier ist die Mail natürlich in Docuware drin. Wie gesagt, auch eigene Ideen, wie das Dokument da reinwandern soll. Auch hier völlige Gestaltbarkeit durch unseren Plattformgedanken. Was wirklich auch nett ist, was ich Ihnen auch unbedingt gerne zeigen möchte, ist das Erstellen zum Beispiel eines Word-Briefes. Später gleich zeige ich auch noch mal kurz den Serien-E-Mail-Versand, weil der auch spannend ist, aber zunächst einmal ein Word-Brief, weil das auch wirklich sehr schön geht. Ich kann hier mit einem Klick aus einer Word-Vorlage einen Brief erstellen. Das heißt, ich klicke hier drauf, ich kann mir aus verschiedenen Vorlagen, die ich selbst auch gestalten kann, auswählen. Sie sehen genau das, was ich gerade gesagt habe, ist hier der Fall. Sie haben hier den Adressblock, Sie haben hier unsere Anrede, die wir gerade auch gemeinsam abgeändert haben. Und ich kann hier einfach raustippen, den Brief. So, und jetzt gehe ich auf Speichern, ganz normal hier in Word. Und das erste Besondere ist, er fragt gar nicht, wo denn speichern. Es wird gar nicht gefragt, sondern er speichert einfach. Weil, was ist passiert? Wir schließen jetzt mal Word. Hier im Hintergrund fragt der CRM schon, was ist denn das für ein Dokument, was wir da gerade schreiben? Und dann sage ich, ja, das ist das Anschreiben zu unserem Projektstart. Und dann speichere ich das Dokument oder speichere die Aktivität. Und dann ist auch dieser Brief hier abgelegt. Und auch eben nicht nur wieder im CRM, nicht nur da, sondern natürlich auch, Sie werden es ahnen, auch komplett, Zeit, lassen wir mal wieder alle Dokumente hier anzeigen, auch wieder natürlich in Docuware drin. Und das völlig, ohne dass ich da jetzt irgendwie was synchronisieren muss, völlig im Hintergrund. Ja, und das Gleiche geht natürlich auch mit dem Serien-E-Mail-Versand. Also wenn ich jetzt hier, ich kann natürlich auch, ich rufe mal wieder meinen Filter auf, den wir gerade schon gesehen haben. Sie werden jetzt auch gleich sehen, warum ich hier nur 4 Kontakte habe. Ich will nämlich auch wirklich eine Mail verschicken, also ich will das Ihnen live zeigen. Ich habe jetzt auch mal hier meine eigene E-Mail-Adresse sicherheitshalber eingetragen, damit ich keinen anderen belästige. Und drücke jetzt hier auf Serienmail für gefilterte Kontakte. Er fragt mich jetzt natürlich, weil das könnte ja auch an 4000 gehen. Sie sind Begriff, eine Mail an 4 Datensätze zu versenden. Möchten Sie wirklich vorfahren? Ich sage, ja, mache ich. Es öffnet sich die Vorlage. Sie können dann natürlich beliebige Vorlagen erstellen. Ne? Sie sehen, Sie können hier schön mit Platzhaltern arbeiten, können das erstellen. Sie haben auch eine Vorschau und durch die Vorschau wird die Mail wie quasi ein Word-Serienbrief. Sie können hier ihn durchklicken und sich das anschauen, wie das so läuft. Ja, und wenn alles ready ist und man loslegen kann, dann kann ich diese Serienmail versenden. Also es wird persönlich angeschrieben. Ne? Es ist keine blöde BCC-Lösung oder sowas. Es wird wirklich persönlich angeschrieben. Ich drücke auf Senden und der CRM nimmt Kontakt zum E-Mail-Server auf und legt mit dem Sendevorgang los. Sie sehen, dass Gott sei Dank habe ich jetzt hier nur 4 Kontakte, sonst wird es zu lange dauern. Ja, und wenn diese 4 Kontakte, 4 Mails verschickt worden sind, dann sind natürlich diese 4 Mails auch in Docuware zu finden. Das kann ich mal zeigen. Ich ändere jetzt mal hier den Ansichtsmodus, damit wir auch schön sehen, dass das gleich ist. Muss nochmal aktualisieren, weil das hat er noch nicht reingemacht. Aber jetzt sehen Sie es, jetzt sind die schon reingewandert, unsere 4 Mails. Na, da sind unsere 4 Mails drin. Ja, Sie sehen es, hier unten sieht man schön, dass das gleich ist. Aber trotzdem jeweils, ne, mit der richtigen Anrede. Und natürlich auch im CRM machen wir die Gegenprüfung. Wenn ich hier beim Herrn Rhein drin bin, dann kann ich natürlich auch hier die Mail direkt aufrufen, ne, mit der entsprechenden Anlage. Ja, das ist es auch. Ja, genau, das ist ganz gut, dass ich das jetzt auch gemacht habe. Sie sehen, mit einem Klick, egal welches Dokument, kann ich natürlich das auch aus dem CRM direkt öffnen. Und ja, oft werde ich gefragt,
kommt denn das jetzt wirklich, wenn ich jetzt hier draufklicke, ist das jetzt irgendwie zwischengelagert, das Dokument, oder ist das wirklich direkt aus DokuWare? Ja, es ist also wirklich direkt aus DokuWare das Dokument, was wir hier abrufen. Es ist also nicht irgendwie ein Fake hier, sondern das Dokument wird in dem Moment, wo Sie draufklicken, wirklich aufgerufen aus DokuWare. Man kann das auch schön sehen, wenn man zum Beispiel jetzt hier mal auf die Historie geht, in DokuWare, da sehe ich auch hier wirklich, ne, wer das Dokument geöffnet hat und so weiter, auch aus dem CRM heraus. Also ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, weil man zum Beispiel auch hier die Historie nutzen kann. Genau. Also, insgesamt die Ablage sehr einfach, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das war ja nur ein Teil, den ich gezeigt habe. Und wie gesagt, auch wichtige Message, diesen DokuWare-Container hier, den Sie da sehen, können Sie platzieren, wo Sie möchten. Also haben einen sehr, sehr hohen, sehr, sehr hohen Grad an Möglichkeiten, die es so gibt. Genau, was können wir da als Fazit zusammenfassen? Was haben wir von diesem Zusammenspiel dieser beiden Systeme? Das ist eine ganze Menge. Die erste gute Sache ist natürlich klar, wir haben die Dokumente nur noch an einer einzigen Stelle. Die Dokumente liegen da, wo sie hingehören, und das ist in DokuWare. Also ich brauche keine aufwendige Synchronisation oder irgendwas Ähnliches. Ne? Zweite gute Sache, ich habe die Dokumente immer an exakt der Stelle, an der ich sie brauche. Will ich die Dokumente im CRM sehen, sehe ich sie dort. Brauche ich exakt das gleiche Dokument in DokuWare, finde ich es, zum Beispiel, ich habe gezeigt, über die Suche ist auch an der richtigen Stelle dort. Dritte gute Sache vielleicht ist die Sicherheit, die Revisionssicherheit. Wenn ich hier Vorgaben habe, die erfüllen muss, geht dies eben nur mit einem System wie mit DokuWare. Und trotzdem muss ich auf diese kundenzentrierte Sicht im CRM-System nicht verzichten. Vierte gute Sache, war mir sehr wichtig, man merkt wenig oder nichts von der Schnittstelle. Und das war ja auch unser Anspruch bei der Entwicklung. Man soll zum Beispiel bei der Ablage im CRM oder beim Ansehen im CRM nichts von einer Schnittstelle merken. Kein Mensch mag im Alltag irgendwas von der Schnittstelle wissen. Und deshalb sind wir da wirklich enorm geräuschlos. Ja, und letzte gute Sache, wir bei Combit sind keine großen Fans für Kosten, für Module und so weiter. Also wir und unsere Kunden auch lieben da Transparenz. Und deshalb ist die DokuWare-Schnittstelle wirklich in jeder CRM-Edition ohne weitere Kosten mit am Start und auch im vollen Umfang verfügbar. Genau, also zwei richtig gute Partner, DokuWare, Combit, das Zusammenspiel perfekt. Es gibt da natürlich jetzt zwei Szenarien, die da vorkommen können. Erstes Szenario ist, Sie haben den CRM bereits und möchten die Vorteile von DokuWare nutzen. Da ist natürlich die gute Nachricht an der Schnittstelle, an dieser Stelle, die Schnittstelle zu DokuWare haben Sie ja schon. Sie brauchen nur noch DokuWare. Dann erfolgt die Umstellung der Dokumentenverwaltung im CRM, wie ich es gerade gesagt habe, also Zugangsdaten und so weiter. Und dann kann es schon losgehen. Also ist alles kein Hexenwerk. Zweites Szenario, Sie nutzen DokuWare, aber haben den CRM noch nicht. Dann ist die Nachricht ähnlich oder gleich gut. Die Schnittstelle zu DokuWare ist nämlich beim CRM in jeder Edition mit an Bord. Also man braucht quasi nur in Anführungszeichen den CRM an sich. Und die technischen Rahmendaten, Preise und so weiter finden Sie alles auf unserer Webseite. Und es gibt aus technischer Sicht mehrere schöne Wege, mit dem CRM zu starten, entweder allein oder mit Begleitung oder auch zum Beispiel zusammen mit meinem Team. Da können Sie jederzeit auf uns zukommen. Ja, dann würde ich wieder an Sie zurück übergeben, Frau Störk. Das war's von meiner Seite. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Genau, da bin ich wieder. Wir wollen jetzt hier den Bogen noch mal ein bisschen weiterspannen. Wir haben ja gesehen, wie sieht die Schnittstelle aus? Was sind unsere Vorteile? Und jetzt geht es uns natürlich auch darum, wie sehen denn die nächsten Schritte aus, wenn das, was wir Ihnen jetzt hier gezeigt haben, wenn das Ihren Anforderungen entspricht, Ihren Bedürfnissen entspricht, dann würde ich Sie an der Stelle bitten, Kontakt zu Ihrem DokuWare-Partnerunternehmen aufzunehmen. Oder wenn Sie natürlich DokuWare über uns direkt erworben haben, kommen Sie direkt auf uns zu, sprechen Sie uns an und wir leiten dann gemeinsam die nächsten Schritte ein. Ja, die nächste Folie ist dann tatsächlich schon die Eröffnung der Fragerunde. Ich kann mich Herrn Krause nur anschließen und sagen, nutzen Sie die Gelegenheit aus. Wir haben jetzt hier die Experten am Tisch. Stellen Sie Ihre Fragen. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Deswegen können wir uns jetzt hier wirklich ausgiebig noch unterhalten, zu dem Grad, wie es eben dieses Format Webinar hergibt.
Und vielleicht mal vorab noch eine Frage tatsächlich von mir, dass wir da auch noch mal ein bisschen Bezug zu nehmen. Unsere Kunden haben ja Docuware sowohl on-premise, also das lokale System, aber auch eben die Cloud-Lösung im Einsatz. Herr Krause, können Sie da vielleicht auch noch mal Bezug zu nehmen, wie Sie sich da anpassen, auch an die Docuware-Optionen, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Sie haben es ja schon gesehen. Wir unterstützen also wirklich die volle Bandbreite da. Insbesondere lieben wir natürlich Ihre Cloud-Lösung. Sie haben gesehen, dass das also auch mit der Nutzung von Docuware im Browser super funktioniert, wenn ich Dokumente im CRM ablege, dass die natürlich auch in der Cloud bei Docuware super landen, die Dokumente. Gut, mit Blick auf die Fragen, das finde ich auch eine sehr interessante Frage. Gibt es eine Schnittstelle zur Telefonanlage für schnelle Notizen eines Telefonats? Ja, also das vielleicht nochmal für alle. Genau, bei der Telefonanlage, also die beliebteste Anbindungsmöglichkeit, technisch gesehen, viele oder einige werden es vielleicht von Ihnen kennen, ist also TAPI. Also das ist so das Gängigste, was man da so macht. Es gibt auch andere Varianten, aber TAPI ist so das Gängigste. Und man kann das wirklich sehr schön konfigurieren. Also man kann auch zum Beispiel sagen, wenn ich eine Telefonnummer aus dem CRM heraus anwähle, dass sich dann so ein kleines Fenster öffnet und ich mir gleich Notizen machen kann und dann auch so einen Counter zum Beispiel zählt und die Dauer mit aufzeichnet und so weiter. Also diese Möglichkeiten gibt es und diese Notiz wird dann automatisch, vielleicht einige werden es von Ihnen schon erraten, in den Aktivitäten landen, da wo sie auch hingehören und werden dann da gespeichert. Also TAPI ist da das wichtige Schlüsselwort. Das ist so das Gängigste, was uns so begegnet. Aber es gibt auch andere Anbindungsmöglichkeiten bei der Telefonanlage. Perfekt, danke für die ausführliche Antwort. Gehen wir weiter in dem Fragenkatalog. Auch sehr spannend, kann denn pro Aktivität nur ein Dokument oder auch mehrere Dokumente bzw. Dateien verknüpft werden? Ja, ist eine spannende Frage, die nicht häufig, aber sie kommt doch immer wieder vor. Also grundsätzlich ist es erst beim Standard so, dass man vorsieht, dass pro Aktivität wirklich nur ein Dokument dahinterlegt wird. Aber rein theoretisch, Sie wissen, wir haben den Plattformcharakter. Es gibt Kunden, ich kenne, glaube ich, zwei, die das haben. Die haben quasi pro Aktivität haben die mehrere Dokumente im Container. Das heißt, also technisch würde man sagen, 1:N Dokumente in diesem Aktivitätscontainer. Ist eher selten, hat auch ein paar Nachteile in der Bedienpraxis. Deshalb muss man das schon ein bisschen abwägen, ob man das wirklich so will. Aber es mag in der Tat Szenarien geben, bei denen das durchaus Sinn macht. Also deshalb, ja, das geht. Aber man muss drüber mal reden, ob das wirklich im konkreten Fall Sinn macht. Alles klar. Also es kommen zu den beantworteten Fragen keine Rückfragen. Das bedeutet, die Antworten sind sehr, sehr ausführlich. Also das ist super. Die nächste Frage, wie sieht es denn mit Besuchsprotokollen aus? Wenn man sich da Zeit sparen möchte, inwiefern kann die Combit CRM-Software das unterstützen? Also zum Beispiel ist hier als aufgeführt Fotos von Verschmierzetteln als Protokoll zum Beispiel. Dass das technisch, ist die Frage verständlich oder soll ich nochmal von vorne anfangen? Es war von mir auch etwas unglücklich. Ja, ich hoffe, ich vermute, ich weiß, in welche Richtung das geht. Also es gibt in der Tat, ich hatte es neulich auch erst wieder, es gibt in der Tat, dass natürlich bei einigen Unternehmen der Besuchsbericht also eine besondere Rolle hat, dass er eine besondere Aktivität darstellt, weil sie eben vielleicht ein bisschen ausführlicher ist als eine andere Aktivität, wenn ich nur anrufe kurz und ein kurzes Gespräch führe. Vielleicht hat der Besuchsbericht eine besondere Bedeutung, muss besonders ausführlich sein. Der Fragesteller oder die Fragestellerin sagt ja auch, okay, ein paar Fotos haben wir da vielleicht auch so. Das ist natürlich immer der Punkt, wo man drüber nachdenken muss. Genauso übrigens ähnlich wie bei den 1:N Dokumenten pro Aktivität. Reicht denn die Aktivität in der Form, wie wir sie in unserem Vorschlag haben, aus? Oder müssen wir sie ein bisschen erweitern? Eben zum Beispiel die Möglichkeit schaffen, dort mehrere, also auch wieder N-Fotos, ein Foto ist ja letztendlich nichts anderes als ein Dokument, dort ablegen zu können. Es ist also am Ende, wenn man das jetzt mal technisch auf den Nenner wieder bringt, ist es eigentlich die gleiche Frage, die wir schon hatten, gehen 1:N Dokumente? Also die Frage ist sozusagen, kann ich den Besuchsbericht so weit aufbauen, dass zum Beispiel N-Fotos gehen, dass ich eine größere Maske habe, vielleicht noch eigene Felder habe, wie ich den Besuchsbericht besonders kategorisieren kann? Und da ist auch die Antwort eindeutig ja, klar. Wir wollen und so, Sie sollen natürlich den Vorschlag so gestalten können, zum Beispiel eine Besuchsberichtsmaske gestalten können, dass die exakt so aussieht, wie Sie das brauchen. Ja, super.
Ich gehe weiter. Die Fragen hören noch nicht auf. Also wir haben noch was vor uns. Besteht die Möglichkeit, im Combit, also Cloud und On-Premise, frei beliebig viele Entitäten mehr hinzuzufügen? Ja, auch also, ist von jemandem, man merkt an der Frage, dass jemand da Ahnung hat und ist deshalb auch eine sehr gute Frage. Und auch hier ist die Antwort ja. Also man kann das relationale Schema selbst einstellen. Also man kann selbst Relationen definieren, was wirklich eine Besonderheit ist. Also man kann sehr frei, also vielleicht für alle anderen, dass alle anderen auch ein bisschen abgeholt werden hier, was das bedeutet. Also das bedeutet, wie ist denn die Beziehung zwischen verschiedenen, zum Beispiel zwischen Menschen und Firmen? Das ist eine Beziehung. Also eine Firma hat ja mehrere, also N sagen wir, Ansprechpartner im Unternehmen. Und die Frage ist des Fragestellers oder der Fragestellerin, kann man diese Beziehung im CRM frei gestalten? Und die Antwort ist auch hier ja. Also ich kann 1:1 Beziehungen definieren, 1:N Beziehungen, N:M Beziehungen. Ich kann das alles, das Datenbankmodell, sehr frei konfigurieren und gestalten. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt und das übrigens auch nachhaltig und updatefähig. Das ist auch also wirklich besonders. Ich hoffe, danke, ich habe die Frage für alle so einigermaßen verständlich dargestellt. Genau, also wie gesagt, ich verfolge auch dann den Rücklauf. Aktuell sieht es wirklich so aus, dass wir mit den Antworten sehr ausführlich sind und dass das soweit gut ankommt. Das ist super, sonst gebe ich nochmal Bescheid. Es kam auch nochmal organisatorisch eine Frage auf, da nehme ich gerne nochmal Bezug auf für alle, die PDF, also der Foliensatz und auch die Aufzeichnung wird im Nachgang bearbeitet und Ihnen dann natürlich zur Verfügung gestellt. Also das ist jetzt kein einmaliges Webinar, sondern Sie bekommen die Aufzeichnung und auch eben den Foliensatz natürlich dann auch nochmal im Nachgang zugeschickt, können das gerne auch an die Kollegen weitergeben. Ein Punkt hatte ich mir hier noch markiert, wie das denn aus Ihren Erfahrungswerten heraus ist, wenn die meisten Kunden beispielsweise die Konstellation haben ERP, CRM und DocuWare. Das sind dann jetzt mehrere Systeme und man stellt sich eben die Frage, wie stelle ich sicher, dass die Daten nur an einer Stelle gepflegt werden? Was ist da so, Beispiel auch Kundenstammdaten, was ist da so Ihre Empfehlung aus der Erfahrung? Ja, also ist natürlich ein sehr weites Feld, weil die Landschaft bei gerade auch bei ERP-Systemen sehr bunt ist und natürlich das eine sehr häufige Anforderung ist. Und auch hier kommt natürlich diese enorme Offenheit des CRM entgegen. Also wir werden sehr dankbar, also wir haben da sehr viele Projekte, weil unser System da sehr offen ist, gerade bei der Anbindung wieder auch an ERP-Systeme. Also ich kann oftmals, das kommt natürlich wieder aufs ERP-System so ein bisschen an, aber ich kann oftmals die Daten sehr schnell, sehr zügig und sehr einfach im CRM-System integrieren. Da gibt es natürlich naturgemäß viele Fragen, die offen sind, die man einstellen muss. Zum Beispiel, wer ist denn jetzt bei den Stammdaten das führende System? Das ist eine ganz wichtige Frage zum Beispiel. Klar, unsere Plattform wird sehr gerne da herangezogen, zum Beispiel eine Anbindung an ein ERP-System zu gestalten und die Daten da einzubauen bei uns in die Oberfläche, weil es eben bei uns relativ einfach geht. Also die Menschen sind oft sehr erstaunt, wie schnell da irgendwelche Daten aus irgendwelchen anderen Systemen sehr schön aufbereitet, genauso aufbereitet, wie ich Ihnen das auch gerade gezeigt habe, in der Eingabemaske bei uns sichtbar sind. Also da sind wir offen. Die Anbindung zu DocuWare ist dann natürlich nur mittelbar, muss man sagen. Also nicht unmittelbar. Also es sind oft zwei verschiedene Sachen, will ich damit sagen, also zwei verschiedene Themenkreise, die man dann hat. Also die DocuWare-Anbindung ist oft ein eigenes Thema, unabhängig von der ERP-Anbindung. Die nächste Frage, die ich gerne aufgreifen möchte, können die Kontaktdaten bidirektional mit Fremdschlüsseln ausgetauscht werden? Jetzt muss ich mal selber überlegen, können die Kontaktdaten bidirektional mit, ach so, ja, jetzt weiß ich, was gemeint, ja. Also ich hoffe, dass ich das so richtig verstehe, wie es gemeint ist. Also der Fragesteller oder die Fragestellerin fragt, geht wahrscheinlich davon aus, dass man ein Fremdsystem hat. Da sind Daten drin und ich möchte diese Daten bidirektional im CRM abgleichen. Und dazu möchte ich aber den Schlüssel des fremden Systems verwenden, also den Fremdschlüssel. Und ja, da ist die Antwort eindeutig ja. Man packt diesen Fremdschlüssel auch in ein eigenes Feld, was man ja im CRM anlegen kann. Also das ist dann die Praxis, wie man das technisch löst. Also dieser Fremdschlüssel aus dem fremden System, aus dem Drittsystem, landet bei uns in einem Fremdschlüsselfeld und darüber werden dann die Daten abgeglichen. Und darüber können auch die entsprechenden Datensätze dann identifiziert werden
und die Abgleichsregeln dann entsprechend angepasst werden. Aber ja, das geht, ja. Super, auch da danke nochmal an die ausführliche Antwort. Es wird so langsam weniger. Ich würde sagen, wir finalisieren das Ganze, falls noch Fragen reinkommen sollten. Der Raum ist noch etwas geöffnet. Dann können wir da auch sonst nochmal aufgreifen. Im nächsten Schritt, auch das vielleicht nochmal hilfreich für Sie. Wir haben eine Zusammenfassung für Sie erstellt. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, können wir da auch nochmal gemeinsam einen ganz kurzen Blick drauf werfen. Da wird es dann auch schon ein bisschen technischer. Also Sie sehen auch beim Punkt 1, wir können da gerne nochmal in die technischen, oder Sie wiederum können da gerne mit den Informationen in die technischen Details der CombiCM-Software eintauchen, aber eben auch die Integrationsmöglichkeiten von Docware nochmal ein bisschen im Detail beleuchten. Also hier wirklich bei Interesse tiefer in die Technik. Da haben Sie hier alle Informationen, die Sie brauchen. Sollten im Nachgang noch Fragen aufkommen, klären wir die natürlich auch gerne persönlich mit Ihnen dann. Also keine Frage bleibt unbeantwortet, keine Sorge. Und ja, auf der nächsten Folie heißt es dann nur noch vielen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse. Ich denke, das hat auch die Fragerunde gezeigt, dass das Interesse sehr hoch ist. Und an Herrn Krause vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und jetzt können auch Sie sich nochmal gebührend verabschieden. Ja, also vielen Dank auch für die spannenden Fragen. Also die Fragen hat mich richtig gefreut, weil das wirklich technisch sehr, sehr gar nicht so leichte Fragen waren. Und man merkt im Zuhörerkreis, dass also da wirklich Ahnung und Kompetenz vorhanden ist, was mich natürlich sehr freut. Allein schon von den Fragen her spürt man das. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Okay.